Ja, herzlich willkommen zurück zur Episode 22 Jagen im Ausland. Heute zum Thema Jagen in Finnland. Finnland bietet uns ein sehr breites Spektrum an Wildarten. Insbesondere bekannt sind hier die Elchjacken. Ich habe aber in Finnland auch gute Möglichkeiten, zum Beispiel auf Weißwedelhirsche zu jagen und kann in Finnland auch Biber bejagen und natürlich die Vogeljagden, wie zum Beispiel Auerhahn, Birkhahn und diverse weitere. Wir beschäftigen uns heute mal mit zwei Jagdarten, das ist einmal die Elchjagd und dann später auch die Weißwedeljagd. Zunächst die Elchjagd. Unterkunft in Finnland ist in der Regel in komfortablen Jagdhütten, wie man hier sieht, die meistens dann mit Vollverpflegung ausgerüstet sind, teilweise auch mit Sauna, Jacuzzi und alles, was so dazugehört. Die Jagd an sich auf Elch ist in der Regel immer in der lokalen Jagdgruppe integriert. Das heißt, man hat hier keine Einzeljagd, sondern es sind eigentlich fast ausschließlich Treibjagden bzw. Jagden mit dem Elchhund. Das funktioniert folgendermaßen, dass quasi die Jäger, die dann in Gruppen, so zwei, drei, vier Jäger kommen, die werden integriert in eine lokale Gruppe. Das kann so zwischen 10 bis 30 Jägern sein. Man wird dann entsprechend abgestellt, wie man es auch zum Beispiel aus Deutschland kennt. Und dann gehen die Hundeführer mit ihren Laikas oder den Elchhunden in den Wald und suchen den Elch. In Finnland ist es so, dass jeder Hundeführer ein GPS für seinen Hund hat. Das heißt, er kann am Handy immer nachvollziehen, wo genau sich der Hund befindet, was der Hund genau macht. Weil wenn der Hund relativ schnell rennt, weiß er, okay, er ist hinter einem Elch her, er treibt ihn. Wenn der Hund relativ langsam läuft, ist er noch auf der Suche. Und wenn der Hund sich immer im Kreis dreht, dann weiß der Hundeführer genau, okay, hier wurde ein Elch gestellt. Und er würde dann einen Schützen abholen, um den Elch anzupirschen. Was man jetzt hier sieht, ist eigentlich so ein typisches Waldgebiet, relativ offener Hochwald. Und es wechselt sich in der Regel ab zwischen offenem Hochwald und Feldwaldgrenzen. Ja, das ist dann mal so ein typisches Mittagessen. In der Regel haben die Finnen fast überall im Wald solche kleinen Grillstellen, wo dann auch kleine Bänken bzw. so ein Feuertopf im Boden ist, wo dann über offenem Feuer Würstchen gegrillt werden. Teilweise gibt es Lachs. Und das sind quasi so die Pausen zwischen den Treiben. In der Regel ist morgens ein Treiben, Pause und abends nochmal ein Treiben. Ja, und wenn man dann erfolgreich war, sieht man hier den Elchhund, der jetzt hier einen Elch zugetrieben hat. Was man hier sieht, ist so ein typischer Stangenelch. Und das sind eigentlich relativ normale Elche für Finnland. Es gibt aber auch hier Elche, die eher diese normalen Schaufelform haben, ist aber nicht die Regel. Also das war jetzt ein Beispiel von einem Vierender, der schon eher Schaufelbindung hat. Es gibt teilweise Elche bis zu 20 und noch mehr Enten, aber das sind wirklich dann Ausnahmetrophäen. Ja, das war soweit zur Elchjagd. Bei der Weißwedeljagd sieht es ein bisschen anders aus, weil hier ist es eine reine Ansitzjagd oder fast nur Ansitzjagd. Unterkunft ist auch wieder in Jagdhütten, so wie jetzt hier zum Beispiel, idyllisch an einem See gelegen, kann auch in der Nähe des Jagdgebietes sein. Aber das sind solche, ähnlich wie bei der Elchjagd, wirklich diese Jagdhütten, in denen man dann untergebracht ist. Die Jagd auf Weißwedel findet in der Regel abends statt, weil die Weißwedel relativ stark an die Kehrung ziehen. Und deswegen ist auch wichtig, bei Weißwedeljagd Schnee und auch Vollmond zu haben, um eigentlich eine bessere Ansprache zu machen. Was man jetzt hier sieht, ist eine der Ansitzeinrichtungen. In Finnland kann es auch mal bis zu minus 30, minus 40 Grad geben. Und dafür gibt es aber hier diese Hochsitze, die dann entsprechend auch beheizt sind. Das heißt, man hat entweder Gasheizung oder auch kleine so Bollerofen drin, sodass man auch, wenn es sehr, sehr kalt außen ist, eigentlich im Hochsitz nicht frieren muss. Ja, der Ansitz ist dann meistens beginnt abends, kurz bevor es dunkel wird und kann dann auch schon mal länger in die Nacht gehen. Unter Tag, wenn es die Temperaturen erlauben, kann man auch eine Drückjagd mit einem Dachshund machen, wie man jetzt hier rechts sieht. Diese werden dann aber meistens genutzt, um auf weibliches Wild zu jagen. Da vor allem in den Revieren, wo wir jetzt gejagt haben, auch Hege betrieben wird. Das heißt, es werden nur Achter und aufwärts geschossen. Somit ist es bei der Drückjagd relativ schwer anzusprechen, wenn ich vielleicht nur eine kurze Schussschneise habe. Ist jetzt wirklich ein Achter oder nur ein Sechser oder Vierer?
So, auf der linken Seite sieht man jetzt hier ein Beispiel von der Gärung. Also meistens wird hier mit ja, Karotten und verschiedenen Sachen angefüttert, wo dann letztendlich auch die Weißwedel während dem Schnee wirklich heranziehen. Wenn man früher im Jahr kommt, hat man auch die Chance, dass man eher am Feld mal ansitzt. Allerdings sind die Erfolgschancen bei der Gärungsjagd höher, wie wenn ich jetzt nur am Feld warte. Gut, und wenn ich dann erfolgreich war, dann kann ich hier so einen braven Hirsch erlegen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel von einem Achter. Das sind eigentlich so die Standardhirsche, die ich hier bekommen kann. Es gibt aber auch Möglichkeiten, mal Zehner, Zwölfer und diese Kategorien zu schießen. Allerdings ist eigentlich so der Achterhirsch das, was so ein typischer Weißwedel ausmacht und was auch in der Regel hier vorkommt. Ja, das war es auch soweit zum Thema Finnland. Hier nochmal einen kurzen Einblick an einen Platz, wo wir Drückjagd gemacht haben. Man sieht hier wiederum schön den Hochwald abwechseln mit den Feldern, was einem dann bei der Elchjagd auch ermöglicht, dass man mal wirklich auf dem Feld auch die Elche bejagen kann. Ja, damit bin ich durch mit der Episode 22 Jagen in Finnland.